Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within und somit zu einer neuen Aufnahmesession. Oh yeah. Wir schleichen uns wieder, oder? Warte. Habe ich was vergessen? Zeitung? Nein? Da hinten oben? Nein. Passt. Müsste passen. Okay, also nochmal. Wir schleichen uns. Und, ja. Wir liegen auf dem Boden. Boah. Oh, oh. Alles okay? Typisch, alter Mann. Mach dir um mich keine Sorgen. So stehe ich auch in der Früh auf. Zuerst mal am Boden liegend, weil ich aus dem Bett gefallen bin und dann so richtig mühselig aufstehen. Oh Mann. Oh je. Ich glaube, ich will gar nicht weiter. Na, wir müssen. Wir müssen, gar keine Frage. Okay. Ich wollte nachschauen wegen eventuellem Nachladen. Sind wir denn voll wie ein Christbaum? Da schon mal, ja. Hier haben wir gar nichts. Da sind wir voll. Ja. Da können wir nur eine, ne? Ja. Spritzen haben wir nur zwei. Das ist nicht so gut, aber dafür einen Erste-Hilfe-Koffer. Informationen. Wie weit heilt der? Ich hab's vergessen. Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Cool. Cool. Die wird unsere eiserne Reserve. Okay. Ich glaube, ich rüste schon mal die Buffen aus, oder? Schrot haben wir eh nichts, also Buffen. So, da haben wir gar nicht so schlecht. Magazin. Oh, um Gottes Willen. Moment. Gekommen. Geht das nicht? Hey, das war jetzt unfair. Ich dachte, der lebt noch. Also ganz ehrlich, ich habe 3 Schüsse verloren. Ach, ist eh wurscht. Ich werde sowieso verrecken. Es ist eh wurscht. Okay. Also, das war jetzt, den konnten wir nicht mehr helfen. Leider. Was zum. Also echt bei allen guten Geistern, wirklich wahr. Das ist ja. Bäh. Warum ist nicht schon wieder so finster? Unglaublich. Alter, ich will nicht. Hallo. Oh mein Gott. Ma, Alter, ich brauch Urlaub. Ich hätte jetzt fast immer geschossen, ey. Alter, ich wollte schon zielen und schießen. Ah, ist das unser Partner. Wie schön. Gut. Also, wir haben hier ein Hebelchen, ne? Es ist echt finster hier. Wir haben ein Hebelchen, Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich. 3 durchgestrichen, 5 durchgestrichen. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Das da. Ich hab's. Ach, warte. Ja, und weiter? Also die 3 war durchgestrichen, 5 und 9. Die 7 stimmt.
Ja, und wie soll das gehen? Ach so, hier ist die 5, oder wie? 5, okay. Dann haben wir hier... Das ist die 7, ne? Dann müsste der stimmen. Wir werden eh verrecken, es ist eh wurscht. Also. Hui! Ja. Ja, war das richtig? Kann man dir nicht helfen? Oh mein Gott, ich hasse es. Okay, da kann man glaube ich nicht vorbei, oder wie? Aha. Ich wollte eigentlich schauen, ob es da was gibt zum Mitnehmen, ne? Alter, mich trifft nochmal der Schlag hier. Okay, da haben wir eine Kiste. Da will ich hin. Da haben wir viele Kisten. Und Faustschlag. Ja. Und mitnehmen. Yeah. Und Faustschlag. Oder Fuß, ist wurscht. Jawohl. Sehr gut. Okay. Hier ist wieder ein richtig schön Darkroom, ne? Mitnehmen. Haben wir noch was Tolles? Na, ich glaube, wir haben aber alles... Was ist hier? Bolzen. Oh. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich soll die Lampe einschalten. So ist besser, ne? Tja. Also. Lala, lala, lala. Lauf, lauf, lauf. Okay, ich glaube, das hätten wir. Puh. Ja. Alter Schwede, dieses Spiel macht mich fertig. Lalala. Bin ich froh, wenn wir das fertig haben. Ja, ja. Kann man die nicht abheizen? Bin mir das Gefühl, die werden dann gleich verfolgt werden, ne? Aber wir hatten einen Kontrollpunkt. Wir merken uns, selbst wenn wir jetzt verrecken tun. Vielleicht sollten wir uns hier besser nochmal... Hä? Habe ich jetzt zu lange gebraucht, oder was? Echt? Warum geht das jetzt? Muss ich schneller sein, oder wie? Wir sollten uns hier etwas länger umsehen. Okay. Das heißt durchsprinten, oder was? Hm. Okay, da ist noch mehr als das. Okay. Trotzdem nochmal mit 7 beginnen. Würde ich sagen. 7, hier. Okay. Also mit 7 beginnen. Da steckt noch mehr dahinter. Oh, Druck. Gut. 5, 9 und 3 sind aber durchgestrichen. Das ist zu dem. Sagt dir diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. 3? Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. 9. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Das da. Und was passiert, wenn man die da macht? Was wäre zum Beispiel... Aha, da fehlt der Hebel, oder? Der Hebel hier fehlt komplett. Ist das die Lösung? Oder... Meh? Ich probiere jetzt einfach mal. Egal. Mal schauen, ob es klappt. So, versuchen. Versuch macht klug, ne? Oder so. Ja? War das jetzt gut? Ich habe keine Ahnung. Uah. Achso, das war der 7er. Hoppala. Oder ich müsste alle betätigen, nur 7 nicht. Ha! Das könnte auch sein, ne? Ah, warte kurz. Ich habe vergessen. Licht. Stimmt.
Das für mal, und ich habe vergessen, hier die Kisten nochmal aufzuschlagen und die Bolzen einzusammeln. Böses Mädchen. Pfui. So, das muss ich auf jeden Fall machen. Das darf ich nicht vergessen. Haus zusammen. Haus zusammen. Nicht die Wand. Da, Kiste. Du mach ein kaputt, Kiste. Braver Junge. So. Da ist noch eins. Prost. Da auch noch. Jawohl. Gehen wir Vollgas draufhauen. Und zack. Jawohl. Da war auch noch was. Genau. Noch was? Glaube ich nicht, ne? Da drüben. Schau mal. Hoppala. Vielleicht, wenn die Trümmer weg sind. Na. Okay. Dann brauchen wir für hier, ne? Irgendwas. Kann man den runterziehen? Gibt es irgendwie einen Hebel? Hm. Wir sollten uns hier etwas länger umsehen. Meh? Keine Ahnung. Ach so. Ich glaube, ich komme schon dahinter. Ist es das Blut? Könnte sein, ne? Meh. Das war wohl nix. Und bei dir da? Auch nicht wirklich. Das hat irgendwie nur bei dem jetzt hingehaut, ne? Das mit dem Blut, aber scheinbar auch falsch. Muss ich dann denn trotzdem? Ich probiere es nochmal. Keine Ahnung. Okay. Das, die Opfergaben, ne? Also. Ah, ich glaube, den da oben muss ich losschießen, ne? Dumm. Da wahrscheinlich. Bringt das was? Glaub nicht, oder? Hm. Hm. Uah. Au, der Kopf. Alter, der Kopf. War das jetzt richtig? War das richtig? Ich glaube, das war richtig. Aha. Okay, also auf alle drei Schalter betätigen, nur die sieben nicht. Okay. Ja, ich probiere es mal. Ich werde dir verrecken. Du Heilige. Du Heilige. Lala, halt. Da war was. Ah, hier. Dings. Grün. Du heilige Scheiße, lala. Oh Gottchen, oh Gottchen, oh Gottchen. Es, die wissen jetzt eh Bescheid, ne? Kontrollpunkt hatten wir. Wenn ich jetzt zu viel Munition verbraucht habe, Schluck, dann ja. Na? Machen wir das halt nochmal. Schluck, Mami. Ja. Okay. Zocki, behalt die Fassung. Welche Fassung?
Licht aus, Licht an. Okay. Licht an. Moment. Oh je. Was ist denn das schon wieder? Oh je. Er hat keine Beine, wenn wir Glück haben. Kann uns dieses Vieh schon mal nicht verfolgen. Oh je. Was haben wir denn da alles? Notiz Nummer 1 aus Friedhofs Labor. Mhm. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden weißen Zwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. Neun und sein Bruder zehn. Ach so, sollten sich schnell, aber ebenso schnell Schritt. Oh, was? Neun und sein Bruder Zehn erholten sich schnell, so war das. Aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. Zwillinge? Was? 12 Stunden nach Verabreichung des Serums. Okay, aber das kann jetzt wieder nicht scrollen, ne? Ich weiß nicht, einmal habe ich es zusammengebracht, da hat es kurzzeitig sich scrollen lassen und jetzt will er wieder nicht. Naja, okay. Zwillinge, das heißt, wir werden 2 Gegner haben. Aha, der Kopf, das Gehirn oder wie? Och, Mann. Moment. Waren das die beiden, die wir schon besiegt hatten? Diese großen? Wie hießen die? Zyklop? War falsch, ne? Ihr wisst schon, diese Riesen vorhin da in diesem Friedhof. Boah, das wäre Glück. Dann brauchen wir gegen diese Deppen vielleicht nicht nochmal kämpfen. Oh, ja, ja. Okay, was haben wir hier? Einmal Wirbelsäule. Einmal Gehirn. Einmal gar nichts. Zweimal gar nichts. Okay. Ah, da haben wir Munition. So, das freut mich. Dann schauen wir gleich. Ist das zufällig Schrott gewesen? Ja, Schrottmunition. Da tun wir gleich mal nachladen. Ja, wenn es nicht viel ist. Was wir haben, haben wir. So, lala, voll, lala, lala, lala. Puffen. So, gut. Freund, geh mir aus dem Weg. So, ui, eine Spritze. Die ist immer gut. Oh je, ich hab's gewusst. Ich hab's befürchtet und gewusst, dass es irgendwann noch Hunde geben wird. Schaut sich mal diese Skizze hier an. Und vor allem, wie groß der ist. Oh Mann, scheiße. Ist da eventuell schon eine Schwachstelle aufgezeichnet? Auf dem Bauch oder Rücken? Bauch, ne? Oh Gott. Ein ganz normaler Wolf oder Hund, was das war, ne? Ich will ja nicht da. Geh scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott, mein Herz, glaube ich, schon knurren. Es tut mir leid, dass es wieder sehr dunkel ist. Ich hoffe, ich kann es für euch hell genug machen. What the fuck? Oh mein Gott. Ja, es hilft nichts verzweifeln, ne? Okay. Er verfolgt uns, das ist schon mal klar. Halt, was war da? Ach Gott. Notiz Nummer 2 aus Friedhofslabor. Ich werde so sterben. Okay. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht. Wenn der Besitzer Altar nennt, was den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Was? Der Wachhund der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen. Ah, ich darf scrollen. Wow. Warum? Weil ich aufs Buch
Das war wieder Zufall, okay. Oh Gott, das will. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mir. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Glieder, Gitter, ich krieg die Krise, ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Oh, wir sind das Häppchen. Wir sind das Häppchen. Boah, der Part ist zu Ende. Der Part ist zu Ende und wir machen gleich mal Schluss, ne? Oh mein Gott, ich werde so verrecken. Könnt ihr euch schon mal freuen, die nächsten Parts werden intensive Fails beinhalten, bin ich mir sehr sicher. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!